herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Mit heute mit Synchronsprecherlegende Gerrit Schmidt-Voss. Ja! Und Walter Enrique. Auch ich bin mit dabei. Ich bin die Synchronstimme von Dieter Bohlen. Ja, ihr habt sicherlich früher geguckt, Dieter Bohlen, der Film. Ich war die Stimme. Und Dennis Wolter natürlich auch mit am Start. Riesengroßen Applaus. Habt ihr auch Bock hier zu sitzen? Dann schreibt doch mal in die Kommentare eine tolle Begründung und einen tollen Kommentar. Los geht's. Wie heißt die Trendfrisur unter jungen Männern, die gerade durch TikTok einen Hype erlebt? Edgar oder Wallace? Edgar! Welcher Roman stammt von Edgar Wallace? Der Hexer oder der Wichser? Der Hexer. Als der König von was betitelt sich Jack im Film Titanic? Der Welt. Wie viele Oscars hat Leonardo DiCaprio bisher gewonnen? Einen. Stark! Wie werden die bayerischen Trachtenkleider genannt, die bei keinem Wiesenbesuch fehlen dürfen? Luderlappen, keine Ahnung. Dirndl, hä, ist jetzt los? Schau, wir waren auf den Wiesen. Was sagen, wart ihr da nicht? Meister! Oh. Wir waren auf den Wiesen und ich weiß es Luder, nicht. Was ist denn das für ein Frauenbild? Ja, das ist echt unfassbar. Ruht mich gerne in den Kommentaren aus. Ich liebe Frauen und respektiere sie. Und dafür trinkst du jetzt erstmal ein, oder? Oh, das ist ekelhaft. Wow. Das schmeckt lecker. Genau, perfekt. So, ich habe dich eben schon angesprochen. Du bist Synchronsprecher-Legende. Ich kenne dich unter anderem als Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio. Kannst du unseren Zuschauern irgendwas sagen, dass du dich freust, hier zu sitzen als Leo? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil er seit Jahren verschiedene Sachen macht. Ich spreche seit 25 Jahren. Mach mir den Titanic, Leo! Okay. Rose, ich bin verdammt froh, dass ich im Worldwide-Wohnzimmer sein kann. Rike, du bist 30 Jahre jung, kommst aus, das habe ich mir aufschreiben lassen, Velva. Ja, das ist wo ist denn Velva? Zwischen Hamm und Soest, bei Kühen und Schweinen. Dein Job hat ja auch was mit Sprache zu tun, ne? Was machst ja, du? Ja, ich bin Logopädin. Hilf uns. Gerrit, du bist erfolgreicher Sprecher in der Szene. Welcher Charakter macht dir am meisten Spaß? Werde ich häufig gefragt, ist ein bisschen unfair, weil in der Sekunde, in der ich irgendwas mache, egal ob das jetzt irgendwie eine Zeichentrickkröte ist oder DiCaprio, ich muss versuchen, genau das zu tun. Also ich bin dann in diesen 4 bis 6 bis 8 Sekunden genau das und versuche, meine Seele dafür herzugeben. Aber klar, so ein großer, geiler Hollywood-Film macht schon Spaß. Weiter! Wie viele Liter passen in eine Maß auf dem Oktoberfest? 1,2. Ein Liter? Ja. Und Sheldon, wie schmeckt's? Prima. Nicht, dass wir jetzt deine Stimme zerstören durch den Unternehmen. Nö, ich denke nicht. Sind deine Stimmbänder versichert? Nee. Willst du? Weil J-Los Beine, ihr Po ist auch versichert. Ja, oder Heidi Klum. Ja, mein Po ist versichert, weil die Stimme halt nicht. Das eint uns. Rike, du hast krasse Zungenskills. Erzähl mal ganz kurz, was meinst du damit? Ja, ich bin ja Logopädin. Und da müssen wir halt auch viele Zungenübungen machen. Machen wir nicht so viel die ganze Zungenakrobatik. Weiter! 47! Was verbirgt sich hinter der Abkürzung LAX? Ein Bahnhof oder ein Flughafen? Flughafen. Geraten. In welcher Stadt befindet sich der LAX? In LA. Wie wird der Leiter eines Orchesters genannt, nach dessen Anweisungen die Musiker spielen? Dirigent. Ja! Wie heißt der erste Loriot-Film aus dem Jahr 1988, bei dem er die Hauptrolle Paul Winkelmann spielte, Regie führte und das Drehbuch schrieb? Ödipussy. Wer spielte in Loriots zweitem Film Papa Ante Portas Dieter Lohse, den Sohn von Hauptfigur Heinrich Lohse? Florian David Fitz oder Gerrit Schmidt-Voss? Gerrit! Stark! In welcher Stadt stehen die Kirche Sagrada Familia, das Museo Picasso und das Fußballstadion Camp Nou? In Mailand? Barcelona! Ach Gott, nein! Barcelona! Ja, okay. Das riecht nach Klößen. Mhm. Das bin ich. Das macht Laune.
Sauerkraut. Na, was hast du jetzt gesagt? Keine Ahnung. Was ist dein Hobby? Ich gehe super gerne tauchen, hab's aber noch nicht so oft gemacht, weil kann man halt hier nicht so gut machen. Bist du reif? So was von reif. Tschüss. Ich bin dran, ich merk's. Welchen umgangssprachlichen Ausdruck der Zustimmung bilden die Buchstaben O und K? Okay. So doof ich auch noch nicht. Noch nicht. Ja. Warte eine Runde mehr ab. Wie wird die Süßware genannt, die aus zu Fäden gesponnenem Zucker besteht und vor allem auf Jahrmärkten verkauft wird? Zuckerwatte. Wie viele Tage hat der Februar im Jahr 2024? 28. No, wow, das war deftig. Wie hat er denn? 29. Ah! Kann man das wissen, Gerrit? Das kann man wissen. Alles klar. Direkt der nächste Shot. Welchen Bruch machen Jungs im Allgemeinen in der Pubertät durch? Den Stimmbruch. Mit welchem Anglizismus bezeichnet man in der Musik ein Lied, das aus mehreren Teilen verschiedener Kompositionen zusammengesetzt ist und bei dem die einzelnen Teile fließend ineinander übergehen? Medley. Medley, Medley, Medley! Ja! Geil! Okay, okay, okay. Von welchem Sänger stammen Hits wie Terra Promessa, Più Bella Cosa und Sebastasse una Canzone? Zucchero. Eros Ramazzotti. Benannt nach deinem Lieblingsgetränk. Es gibt noch andere Getränke. Wie, erzähl mir mal, Gerrit, wie ist denn die Sprecherszene? Gibt's Feinde untereinander? Hast SpongeBob Mickey Maus oder wie kann ich mir das vorstellen? Eigentlich nicht. Wir versuchen immer nett miteinander umzugehen. Klar gibt's immer Leute, der eine mag den anderen und die andere mag den anderen nicht. Aber das ist eigentlich nicht anders als in dem Großraumbüro. Rieke, du hast ein Geschenk dabei. Ja, etwas für die Stimme. Oh ja, Awe. Drei Lachs-Vox-Schläuche für jeden von euch. Oh, das ist gut. Und die stimmt. Sarah Connor macht das. Ach, ihr kennt das schon. Ja, Sarah Connor. Also wirklich auf die Zunge legen, nicht so doll mit den Zähnen umschließen, eher mit den Lippen. Und dann ein leises dass hier die Lippen, dass die Wangen schön flattern. Und ganz wichtig, der darf nicht unten auf dem Boden sein, der Schlauch. Schön gerade sitzen, mit der anderen Hand festhalten den Schlauch. Mit der anderen Hand festhalten den Schlauch. Genau. Juh, das ist vielen Dank für das tolle Geschenk. Boah, ich bin ganz aufgelockert jetzt. In der griechischen Mythologie personifizierte Eros welchen Gott? Den Gott des Schabernacks oder den Gott der Liebe? Die Liebe. Gott des Schabernacks. Bin ich. Wo geht die Liebe laut Sprichwort durch? Den Magen. Wie viel Liter kann ein Magen im Durchschnitt aufnehmen? 1,5 oder 3 Liter? 3. Ah, komplett falsch. Kann doch nicht sein. Glaube ich auch. Deiner vielleicht nur nicht. Nur 1,5 Liter? Wenn ich 1,5 Liter Wasser trinke, dann kann ich ja nachher noch essen. Also wo geht das denn dann hin? Direkt in deine Blase. Ja, genau. Direkt in den Dünndarm wahrscheinlich. Ich möchte die Leute gerne korrigieren. Das brauchen wir hier. Ja, Leute, die auch korrigieren. Go, go, go. Gott, ist das scheiße. Wie viel ist 100 geteilt durch 50 plus 50? 52. Boah! Wie heißt das Trinkspiel, bei dem sich zwei Teams mit Bierflaschen gegenüberstehen und versuchen, ein Ziel in der Mitte des Spielfelds mit einem Ball zu treffen, um anschließend zu versuchen, die Biere auszutrinken? Bierpong. Pokéball. Ah, war man sich zu sicher, ne? Auf der Hälfte nicht mehr zuhören. Ich glaube, Bier höre ich ab. So, ist der Dritter? Geht's? Mhm. Kannst du noch hin? Direkt den nächsten, wenn man hat Durst. Von wem stammen Songs wie Old Pop in an Oak, Wish You Were Here und Cotton Eye Joe? Rednecks! Cotton Eye Joe. Oder? Ja. Skrillex. Ich hab so gehofft, dass eine Songfrage kommt und dann habe ich sie nicht beantwortet. Ja, und hast du echt original verkackt. Kannst du auch irgendwelche Menschen parodieren oder bist du eine Synchronstimme von irgendeinem Charakter? Ich kann ganz gut so Holländer nachmachen, okay. Sagen die Kinder immer so. Finde ich aber gut.
Dann bin ich jetzt mal Eric Cartman, du bist ein Holländer. Okay. Hey, als Maul, du scheiß Käskorb! Was? Was willst du mich denn hier zu beleidigen? Ja, weiß ich auch nicht. Scheiße! Keil! Als Maul! Aus welchem Land stammt der Erfinder Alfred Nobel? Aus der Schweiz. Scheiße! Falsch! Frankreich! Schweden. Sweden. Wo wird denn der Nobelpreis vergeben? Duisburg! Duisburg magst du! Lass mich am Tisch halten. Gott, ist das schwierig. Aber wird eh eng. Wir sind jetzt alle angezählt, oder? Ja, ja. Jeder. Hey, ich kann nur noch einen nehmen. Ich bin Dr. Eckhard von Hirschhausen. Ich bin Arzt und Comedian. Das macht so lustig. Blutgerinnsel sind gefährlich. Merkt anhand des Applaus, nichts vorne in Applauses. Ja, sind alle aufgeregt, weil ist klar. Zu welchem Land gehört die Insel Bali? Indonesien oder Thailand? Indonesien. Wie viele Jahreszeiten herrschen auf Bali? 2 oder 4? 4. Juhu. Es ist nicht wahr! Juhu. Was ist denn Jahreszeit? Gibt es Sommer, Winter? Regenzeit und Sonnenzeit. Trockenzeit. Oh Junge, ich hab richtig. Ist das ein Hammer? Dennis, ich kann echt schreien vor Wut. Dennis, hör mich an. Wie wie Mickey Mouse. Du redest kein bisschen Pluto, wie Mickey Mouse. Pluto, oder? Hallo. Oh, ist das lustig. Lassen wir die Synchronsprecher ein. Ja, ich bin auch raus. Das passt mir ganz gut. Gerade in Krefeld ist internationales Vaping-Treffen. Da werde ich jetzt sofort hindüsen mit der S-Bahn. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Juhui! Und, mach du, ich hab Gott weiß. Babbage, den Gabbage! Nee, normal, das ist ein absoluter Abnerver. Das klingt aber wie Mickey Mouse, oder, Gerrit? Total. Ha! Und damit sind Gerrit und Rieke im großen Finale und die beiden spielen. Entweder oder! In diesem Film hat Julia Roberts mitgespielt. Pretty Woman. Ja. Breakfast at Tiffany's. Falsch. Aaron Brockovich. Ja. Notting Hill. Ja. Eat, Pray, Love. Ja. Die Hochzeit meines besten Freundes. Ja. Der Feind in meinem Bett. Nein. Ah. Raus? Ja, ich bin raus. Du bist raus? Oh. Ja. Und damit gewinnt Gerrit. Korrekt oder weg das? Mit. Riesen Applaus. So, bevor du diese Platte anfassen darfst, ja, wird erstmal getrunken hier. Natürlich, sauber. Hey, auf jeden Fall Riesen Applaus. Großen Applaus für Gerrit, ihr Tischplatte! Kannst du dich einmal als Leo freuen über die Tischplatte und einmal als Sheldon Cooper? Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, diese Tischplatte anfassen zu dürfen. Hätte ich diese Tischplatte mal gehabt, als die Titanic untergegangen wäre. Riesengroßer Applaus! So, bewerbt euch gerne in den Kommentaren. So, komm mal da zu Endcards. Lass ihn noch die Endcard vorlesen. Also, irgendwie steht oben, sag mir, welchen Hollywood-Star ich spreche. Errate die Synchronsprecherinnen. Datteltäter. Unten steht, die letzte Folge von Korrekt oder weg. Das ist mit Tisch. Tschüss.